Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu der monatlichen Kartenlegung für Dezember. Und diese Legung ist für diejenigen, die unter den Sternzeichen Waage geboren sind. Ja, wir haben schon das letzte Monat in diesem Jahr und ich hoffe, dass dieser Monat wird für euch noch zum Abschluss, ja, einen guten Monat sein und ich hoffe, dass die Karten auch was Positives euch zeigen werden, so dass man mit einer guten Stimmung in das neue Jahr reingehen kann. Okay, die Karten sind schon vorgemischt und wir können starten. Dein Thema im Monat Dezember. Aste. Stäbe, super Energie, ja, da ist Leidenschaft und Power und alles dabei, was dir helfen kann oder stört. Hier haben wir drei der zum großen Arkana und das ist die Kaiserin, eine sehr schöne Karte, sehr gute Karte. Dein Bewusstsein, die Stärke, dein Unterbewusstsein. Fünfte Kelche. Das, was war. Die Liebe. Das, was kommt. Der Teufel. Deine Energie. Äußere Energie. Deine Hoffnungen oder Ängste. Und die Zukunft für die nächsten paar Wochen und das lassen wir zugedeckt. Okay, da haben wir den Teufel im Spiel. Wow, also den mag ich gar nicht, ja, wenn ich den sehe. Aber wir schauen, manchmal ist es gar nicht so ganz schlimm, so wie das aussieht. Aber wir gucken mal. Okay, also Ass der Stäbe. Wie gesagt, eine super gute Energie. Man sieht hier sehr viel Energie, sehr viel Power. Man möchte was in Bewegung setzen. Man hat irgendwelche Plan. Man hat Ideen. Und hier wird was Neues in das Leben kommen. Vielleicht ja, wird man auch neue Menschen begegnen. Auf jeden Fall, hier haben wir auch die Kaiserin, Familiensinn, ja, also das Familien, das Zusammenhalt ist sehr, sehr wichtig, ja, das, was hier man sieht, es kann sein, dass irgendwo wirst du reisen oder deine Familienangehörigen sehen, die du schon damals nicht gesehen hast, Oder es geht hier um dich selbst, ja, um deine Weiblichkeit, weil die Kaiserin, die zeigt auch deine Weiblichkeit, dass du als Frau sich entwickeln kannst, blühen kannst, ja, dass du deine Weiblichkeit auch genießen kannst, dass du plötzlich sich als Frau auch ganz gut fühlst und ganz gut dastehst. Ja, manchmal ist das so, wir haben so plötzlich eine Verwandlung, ist was Neues in unser Leben, und kommen neue Menschen oder neue Situationen und plötzlich fühlen wir uns total, ja, so mit viel Power, wie wenn wir neu geboren werden, weil diese Menschen, ja, oder die Situationen, die geben uns so viel Positives, dass wir uns neu entdecken können, ja, also, aber hier geht um diese Weiblichkeit, ja, weil das ist die Kaiserin. Also es kann sein, dass hier in diesem Monat werden sehr viele positive Ereignisse kommen. Ja, wir haben auch Weihnachten bald, natürlich, das kommt auch noch dazu, dass wir dann viele Treffen geben, vielleicht Weihnachtsfeier und so weiter, dass man zwischen den anderen Menschen wird, sich austauschen wird. Also auf jeden Fall, hier ist Bewegung. Die äußeren Einflüsse hier zeigen das auch. Ach, der Stäbe, die Karte zeigt auch, dass hier wird auch was Neues kommen, was Positives von außen auf dich zu.
und so was Plötzliches, wo du das wirklich genießen kannst. Ja, hier haben wir deine Gedanken, dein Bewusstsein, neunte Stäbe. Also hier sehen wir, dass du hast diese Energie, du hast diese Stärke, auch das, diese neuen Aufgaben zu bewältigen. Ja, weil da kommen wahrscheinlich neue Aufgaben auf dich. Auf jeden Fall hier, ja, man sieht das ganz genau. Hier in deinem Herzen, fünfter Kelcher, ja, da ist so ein bisschen, kann man sagen, eine Energie, wo man ja, traurig ist irgendwie, man schaut traurig zurück, da sind irgendwelche Gefühle, die verloren gegangen sind, man trägt das im Herzen und man weiß wirklich nicht, ob die wieder kommen. Also in dem Moment ist man nicht so ganz glücklich. Ja, das ist im Herzen. Obwohl hier sieht es alles so toll aus. Hier ist so vielleicht alte Geschichte, etwas, was nicht geklärt ist. Aber ich muss sagen, das kommt wieder. Ja, das ist nicht so, dass die Gefühle verloren sind und die kommen nicht mehr. Das wird sich noch aufbauen. Das wird sich noch aufbauen, weil wir sehen auf dieser Karte, das sind Kelche, das ist noch ein Kelch, den kann man noch retten. Ja? Also momentan sieht es nur so aus, dass das alles so vielleicht schwer ist und irgendwelche Verluste sind hier, ja. Und du hast irgendwie hier vielleicht auch so ein bisschen Zweifeln, was dich angeht, dass du vielleicht diese Aufgaben auch nicht schaffst, ja. Das, was auf dich hier kommt, diese positive Sachen, vielleicht fühlst du dich da ein bisschen überfordert und ja, ein bisschen Angst hast. Das kann ich schon gut verstehen, weil ich muss sagen, hier haben wir zwei der Stäbe. Die Karte zeigt auch, dass du siehst von einer Entscheidung, ja, du hast einen Plan, aber du hast das eigentlich nicht in das Leben umgesetzt, weil dich blockiert warst. Und du hast Hoffnung, dass das irgendwann auch endlich, ja, dieser Plan wird endlich ins Leben kommen, dass du das umsetzen kannst. Aber hier, da sind irgendwelche Zweifeln, ja, ich würde sagen, das ist Zweifeln. Das ist Zweifeln aus Vergangenheit ist das noch, sitzt bei dir drin. Zweifeln an sich selbst, ja, dass du vielleicht, wie gesagt, dass du irgendwelche Verluste hier bekommst. So würde ich das hier sehen. Aber wir gucken weiter. Hier haben wir deine Energie. Und die fünfte Stäbe, das ist so ein Kampf, muss ich sagen. Weil hier sehen wir, dass ja, wird zusammen mit dem anderen, man strebt sich, um etwas zu erreichen, an irgendwelche Projekte, ja, zu arbeiten. Das kann natürlich positiv, kann man diese Karte sehen, oder auch negativ. Hier kann um eine Auseinandersetzung deuten, diese Karte, oder einen Konflikt. Aber, oder einen Widerstand, ja. Und ich muss sagen, das kann auch von hier kommen. Weil hier, da kommen sehr viele positive Sachen. Aber wie gesagt, du hast nicht irgendwie die Stärke. Und du glaubst nicht an dich so genug. Ja, du hast irgendwelche Konflikte mit sich selbst, weil du glaubst nicht, dass du das schaffst, was hier kommt. So würde ich das sehen. Ja? Weil das ist so ein bisschen Widerstand. Du möchtest, aber irgendwie, du stellst dich auch gegen. Warum? Weil du einfach diese Zweifeln hast, diese Zweifeln, die einfach aus der Vergangenheit noch bei dir drin stecken. Aber wir gucken weiter. Hier deine Zukunft. Hier haben wir ja Vergangenheit, da haben wir dann
Buber, der Kelch, eine gute Energie, da war die Liebe, ein bisschen war man verträumt, gute Zeiten, schöne Zeiten, also so eine leichte, unbeschwerte Zeit, kann man sagen. Ja, war bei dir, aber das ist zu Ende. Jetzt kommt mehr Energie hier in den Ganzen. Ja? Das kann natürlich auch mit Liebe verbunden sein, kann sein, ja, weil das ist Vergangenheit und das natürlich hat dazu geführt, dass diese Thema auch hier entstanden ist. Und diese Liebesgefühle, es kann sein, dass das sich entwickelt zu einer neuen Etappe in deinem Leben und du wirst dann hier viel, viel zu kämpfen haben, aber im positiven Sinne. Nur wie gesagt, hier, ja, da du hast so ein bisschen Konflikt mit sich selbst und das muss weg, das muss weg. Hier haben wir den Teufel, ja. Der Teufel natürlich kann auch zeigen deine Schattenseiten, die noch kommen in deinem Leben oder die sich zeigen in deinem Leben, so würde ich das sagen, nicht kommen, aber sich zeigen, wenn die passende Situation dazu ist. Aber das kann auch hinweisen auf falsche Menschen, die in deinem Leben sich auch zeigen. Hier haben wir diese Kraft, eine sehr gute Karte. Ja, ich würde den Teufel jetzt nicht als irgendwelche falschen Menschen jetzt hier deuten. Ich werde das eher auf diesen Konflikt mit dir selbst vielleicht in Verbindung setzen. Ja, weil hier sehen wir einen Konflikt. Und es kann natürlich deuten auf irgendwelche Menschen. Es ist möglich, dass hier jemand kommt, der dir den Rücken zeigt, ja? Dass vielleicht die Liebe hier wird verloren gehen, ja? Und dadurch wirst du halt zu kämpfen haben. Und dann ja, wird vielleicht irgendwelche unerklärte Sachen werden sich zeigen. Vielleicht ein Konflikt mit dieser Person. Könnte sein, kann sein, kann sein. Ja? Ich werde eher sagen, das ist Konflikt mit dir selbst. Ja? Dass hier kommen einfach neue Aufgaben auf dich, etwas Neues. Und du stehst dir ein bisschen im Weg. Du hast Angst, dass du vielleicht nicht gut genug bist und dass du vielleicht irgendwelche falsche Menschen triffst, die dir im Weg stehen, um dein Ziel zu erreichen hier. Das ist eher so, werde ich das sehen, ja. Kann sein, dass das sich irgendwelche Menschen auch zeigen, ja, das ist immer so, das läuft nie glatt, also wir haben hier kein Paradies hier auf dieser Welt, ja, und wir wissen selbst, wie das ist, wenn viel Gutes kommt, wenn wir eine Anerkennung bekommen, wenn wir etwas gut machen und wenn uns gut geht, dann sind irgendwelche Neider, die natürlich hier vielleicht auch uns stören wollen. Ja, aber wir gucken jetzt noch, ach so, hier wollte ich noch diese Karte ansprechen. Hier ist die Kraft und diese Karte zeigt, die klärt hier eigentlich alles im Endeffekt. Kraft, du musst diese Ausgeglichenheit finden, ja. Du musst abwägen, gucken, was ist in deinem Leben wichtig, was brauchst du nicht. Diese Sachen, diese unerklärte Sachen oder diese Gedanken, die dich hinter dir schleppen, die nicht positiv sind für dich, die dich bremsen in diese weitere Entwicklung, das musst du wegradieren, das musst du wegschaffen, das brauchst du nicht, weil das wird dich immer wieder bremsen. Wenn das sich in deinem Unterbewusstsein sowas eingeprägt hat, ja, dann wird es bleiben und immer wieder kommen.
Ja, das ist wie wenn das irgendwie aufgenommen wurde auf eine Band, auf einem Band, Tonband, ja. Und es ist drin, du musst es wegmachen, du musst es löschen. Das brauchst du nicht mehr. Natürlich, es ist wichtig, dass man auch schlechte Erfahrung, dass man schlechte Erfahrung macht, um einfach im Leben auf manche Sachen vernünftiger zu reagieren und klarer zu sehen, ja, dass man diese Gefahren, die das Leben uns gibt, weil wir haben immer diese Gefahren im Leben. Wir haben immer im Leben nicht schwarz und weiß, ja. Und wenn diese schwarzen Seiten sich zeigen, wie wir die beseitigen können, wie wir damit umgehen können. Und natürlich, wir Menschen, wir können das nicht erkennen, wenn wir das nicht erleben. Ja? Wir brauchen immer diese Gegensätze im Leben. Ohne Tag und werden wir nicht wissen, wie die Nacht sich anfühlt und andersherum. Ja? Wenn wir nur immer Tag am Tag haben, Licht haben, dann werden wir auch von Dunkelheit nichts wissen. Und das Leben hat uns das gegeben, immer die Gegensätze, dass wir das erkennen. Ja? Was ist besser für uns? Wollen wir Tag oder wollen wir Nacht? Wollen wir Gutes oder wollen wir Schlechtes? Ja? Was ist besser für uns? Ja? Deswegen, diese Situationen kommen, um wir dann klarer denken können und das gut erkennen. Ja? Wollen wir das oder wollen wir nicht? Möchten wir so leben? Möchten wir das in unser Leben reinlassen? Oder möchten sie sich dagegen stellen? Und hier haben wir die Karte, die gleich zeigt, die Ausgleichung, das müssen wir abwägen. Ist das wirklich schlecht? Wie viel ist da Schlechtes? Wie viel ist das Gutes drin? Was kann ich daraus lernen? Ja? Also manchmal ist das so, dass in diese schlechten Sachen, die wir erleben oder zu uns kommen, ist auch eine versteckte Botschaft für uns, ja, wo wir daraus auch lernen müssen. Wir gucken jetzt diese Karte. Eigentlich mache ich das zum Schluss. Aber ich muss sagen, ich möchte das jetzt klären, um zu wissen, was das ist. Okay. Arbeit. Drei der Scheiben. Kann sein, dass auf die Arbeit etwas auch kommt, weil das ist die drei. Die Sonne. Okay. Und der Turm. Okay, der Turm, muss ich sagen, kann man positiv oder negativ sehen, aber in dieser Gesellschaft und dieser Karten, wo die Sonne daneben liegt, dann wird es nur positiv zu deuten, kann man das positiv deuten. Auf jeden Fall hier ist angesagt, was das angeht, da wird er irgendwelche Probleme geben. Kann sein, dass das auch auf die Arbeit wird, ja, da kommt irgendwelcher Widerstand. Ist angesagt, mit den passenden Menschen sich tun, mit den Menschen sich beraten und mit den Menschen gucken auch nach Lösungen, ja. Aber man muss auch erkennen, welche Menschen können dir in dieser Angelegenheit helfen. Und hier hast du die Sonne, also wenn du wirklich vernünftig entschieden hast, welche Menschen du bei dir auf dem Boot holst und wenn die dir wirklich helfen können, dann seid ihr ein gutes Team und das bedeutet, da wird etwas zu Ende gehen, was nicht gut war und dann kommt die Sonne. Also dann wird sich zu Guten das alles entwickeln und du hast die Kraft, du wirst die Kraft haben, du wirst das haben, um das Problem, das hier sich zeigt, zu beseitigen. Du wirst stark genug und vernünftig genug. So würde ich das sehen. Und das hier, wie gesagt, das sind halt Sachen, die sind alt. Die kommen einfach aus irgendwelchen Erlebnissen.
Wir gucken mal. Mond, ja, das passt schon. Prinz der Stäbe und die achte Kelche. Ja, also hier muss ich sagen, man sieht hier den Mond. Diese Karte zeigt eine Blockade. Ja, da war jemand, der hat sich dann durchgesetzt, was die Sache hier angeht, und hat dazu geführt, dass hier auch ja, die Kelche verloren gegangen sind. Und hier sehen wir auch nochmal achte Kelche. Also eine Situation, die zeigt, ja, dass man umdenken muss, was die Gefühle angeht. Ja, man möchte das nicht mehr. Man möchte das verlassen, man möchte in andere Richtung gehen, weil das ist für dich, ist es nicht genug, gut genug, dass diese Situation, du möchtest da drin nicht stecken. Die fünf Kelche und die acht Kelche, die weist darauf hin, dass einfach, was die Gefühle angeht, hier ist was verloren gegangen, ja. Und, aber ich muss sagen, das sind die Gefühle. Ich glaube, das hier, das hat damit nichts zu tun. Das ist total was anderes. Das ist dein Job, das ist deine weitere Entwicklung. Und das sind die Gefühle. So sehe ich das. Man kann natürlich das alles verbinden. Ja, kann man auch. Aber hier, das bei mir, für mich sieht das eher nach Job. Ja, nach einem Vorhaben, was du gehabt hast oder hast, ja, das. Und das sind die Gefühle. Also auf jeden Fall, ich muss sagen, viel Neues, aber viel zu auch zu bewältigen, Konflikte zu bewältigen und die alte Blockaden lösen, die alte Blockaden auf jeden Fall, das, was nicht funktioniert hat, einfach loslassen, nicht daran stecken bleiben, weil das bringt im Endeffekt nichts, das wird dich nur blockieren. Und ich muss sagen, und das Neue steht vor dir, das Neue und das Gute und diese Power und diese Kraft hast du. Und mit deinem Vernunft und mit deiner Stärke und mit dieser Ausgleichung und die Kraft, die dir die Karte zeigt, das wirst du auch, alle Hindernisse, die auf deinem Weg kommen, wirst du beseitigen. Das bin ich mir sicher, meine liebe Wagen. Und das ist deine Karte. Ja, das ist deine Karte. Waage, Ausgleichung, Kraft, ja, Balance, Harmonie. Das ist das, was dich so ausmacht. Das ist deine Stärke. Und mit diesen Eigenschaften wirst du, ja, ich hoffe, du wirst in diesem Monat der Sieger sein und die alle Hindernisse hinter sich lassen. Also meine liebe Wagen, da wünsche ich euch einen guten Monat, ja, gesunde, ruhige Weihnachten und ja, einen guten Jahresabschluss. Und ich hoffe, dass wir uns im Januar wiedersehen. Also, bis bald und alles Gute, ne?